Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der erste Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch, bleibt immer fair in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Die erste Bundesliga steht im Fokus auf meinem Kanal. Es wird hoffentlich zwischendurch mal auch wieder zweite Liga geben, wenn die Zeit ist, das zulässt. Für mich ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Timestamps in den Kommentaren. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Reinschalten und los geht's mit dem Auftaktspiel Gladbach gegen Leverkusen. Traditionell beginnt der deutsche Meister die neue Saison. Und so ist es auch dieses Jahr. Bayer 04 Leverkusen. Ungeschlagen ging es durch die vergangene Spielzeit. Zu Gast bei Borussia Mönchengladbach und gleich mal mit einem guten Vorstoß. Fünfte Spielminute, Amin Adli aus Spitzenwinkel scheitert an Omlin. Bei Borussia Mönchengladbach hat sich auch einiges getan in der Sommerpause. Die Vorsaison war wirklich alles andere als befriedigend. Nun gleich mal dieser Brocken, Leverkusen über Boniface zum 0:1. 41. Minute, dominanter Auftritt des jetzt auch Supercup-Siegers. Darüber, dass Boniface spielen darf, lässt sich sicherlich streiten. Die unsportliche Geste im Pokal wird da fehlen. Jetzt darf er noch spielen und bringt Leverkusen zur Pause mit 1:0 in Führung. Borussia Mönchengladbach tat sich wirklich schwer, aber gegen eben auch gute Gäste. Wieder Leverkusen. Zweiter Durchgang mittlerweile. Adli, Frimpong. Amin Adli schießt drauf und markiert das 0:2 in der 55. Spielminute. Es tat weh für Borussia Mönchengladbach, weil sie so viele Chancen gar nicht zuließen. Aber Leverkusen schlug eiskalt zu und das auch noch zu den richtigen Zeitpunkten. Aber die Fohlenelf gab sich nicht geschlagen. Kevin Stöger, einer der Neuzugänge. Weigel wird nicht angegangen. Kleindienst behauptet den Ball. Nochmal raus zu Weigel. Rocco Reitz auf Stöger und der mit dem Anschlusstreffer. Noch knapp 25 Minuten auf der Uhr. Die Hoffnung, sie keimte noch einmal auf für die Gastgeber, die hier eben nicht so gut in der Partie waren. Es war nochmal alles drin und sie brachten auch nochmal ordentliche Angriffe in die Spitze. Kleindienst, der wirklich da vorne jeden Ball gefühlt festmachte. Stöger in der 80. nochmal, aber am Tor vorbei. Und das war sie auch, die letzte Möglichkeit. Borussia Mönchengladbach schlägt sich wacker. Am Ende unterliegen sie aber Leverkusen, das eben eiskalt war und aus wenigen Chancen zwei Tore erzielte. Leipzig gegen Bochum, das Duell am ersten Spieltag, Samstag um 15.30 Uhr. Der wichtigste Spieler von Leipzig, Xavi Simons, konnte gehalten werden. Bei Bochum gab es wieder einige Umstrukturierungen nach dem Klassenerhalt in letzter Sekunde in der Relegation gegen Düsseldorf. Dürfte wieder eine schwierige Saison werden für den VfL. Die erste Möglichkeit, die ließ ein wenig auf sich warten. Wir sind in der 25. Minute. Ein Eckstoß landet bei Simons, der per Kopf aber das Tor verfehlt. Bochum defensiv eigentlich sehr diszipliniert, dann aber mit diesem Ballverlust. Cesco auf Openda und Dreves mit der Parade nach einer guten halben Stunde. Da gibt es ja neben dem Platz auch noch die Diskussion oder diese Angelegenheit mit Manuel Riemann. Dreves aber sicherlich ein guter Rückhalt im Tor des VfL. Der anschließende Eckstoß kurz ausgeführt. Xavi Simons, kurzer Antritt, zieht in den Strafraum ein. Haidara zu frei und mit der Führung. Durchaus verdient auch schon zu diesem Zeitpunkt. Der Druck, er wurde erhöht, diesen konnte dann Bochum nicht mehr standhalten und so ging es mit diesem 1:0 auch erstmal zum Pausentee.
Durchgang Nummer 2 ähnlich dominant von Leipzig geführt. Xavi Simmons, Superball, Drewes kommt raus, kann erst parieren, aber Benjamin Šeško staubt ab und markiert das vorentscheidende 2:0. Openda scheitert noch, weil Drewes das eben gut macht, dann ist er geschlagen. Das Spiel trudelte aus, Leipzig aber hatte noch Spielfreude. Bochum, naja, das hat noch Potenzial. Losli legt den Ball für Openda auf, sehr unglückliche Aktion, 3:0. Dann am Ende das Ergebnis, geht auch so in Ordnung, in der Höhe verdient. Sehr guter Auftritt von RB, der VfL Bochum war heute einfach dem Kaliber der Gastgeber nicht gewachsen. Bei der TSG aus Hoffenheim, da knirscht es ordentlich neben dem Platz. Nun war Holstein Kiel zu Gast, die KSV zum ersten Mal in der Bundesliga dabei, der erste Verein aus Schleswig-Holstein. Die in Rot gekleideten Gäste stellten sich hier auf eine schwierige Partie ein und Bülter in der 6. Minute zeigt dann gleich mal, in welche Richtung es gehen soll, aus Sicht der blau gekleideten Heimelf. Aber es war nicht alles Gold, was glänzt, denn Hoffenheim hatte auch so seine Probleme in der Defensive gegen Würzburg, ja auch im Elfmeterschießen erst weitergekommen im Pokal. Und hier war Holstein Kiel nicht nur gekommen, um zuzuschauen, was Hoffenheim denn so fabrizieren kann. Remberg, das gute Auge für Porat. Baumann lenkt den dann noch um den Pfosten. Nicht hart genug, dieser Schuss. An sich war er gar nicht verkehrt. Baumann muss den aber auch halten. Recht ausgeglichen zu dieser Zeit, dieses Spiel. Dann Hoffenheim mit dem nächsten Angriff. Loschek auf Bülter aus der Drehung mit dem 1:0. Da hat Bülter zu viel Freiraum und kann sich dann mit einer guten Bewegung den Platz schaffen, den er braucht, um das Tor zu erzielen. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Wie gesagt, es war ein ansehnlicher Auftritt der Kieler Störche. Holtby mit der Ecke, der Kopfball von Ivesic geht knapp am Pfosten vorbei. Es hätte durchaus 1:1 stehen können, wäre nicht unverdient gewesen zum Seitenwechsel, denn Holstein Kiel, auch wenn sie mit Sander einen extrem wichtigen Mittelpunkt des Spiels verloren haben, waren hier nicht haushoch unterlegen. Nun mal Hoffenheim und die machten es in der Kiste einfach besser. 39. Adam Loschek mit dem 2:0, der von Leverkusen kürzlich gekommen ist, stellt hier seine Qualität unter Beweis und wie wertvoll er für Hoffenheim noch werden kann. Das war schon ziemlich ärgerlich für die Gäste, die hier unter keinen Umständen mit 2:0 in Rückstand geraten hätten müssen. Aber so ist es nun mal, die eiskalte Bundesliga, sie duscht einen gerne mal ab und so auch hier. 56. 3:0. Adam Loschek mit dem Doppelpack, das Debüt, wie man es sich nur wünschen kann. Der nächste Treffer für 1899. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Loschek 4:0. War dem Spielverlauf, wie schon bereits mehrmals erwähnt, nicht unbedingt entsprechend, aber das sind dann zu große Lücken doch in der Defensive, die eben zu Gegentoren führen, wenn die Gegner eben diese Qualität an den Tag legen. Aber das erste Bundesliga-Tor, das erzielte Kiel trotzdem. 4:1, Puchatz mit rechts der Aufsetzer. Zumindest das ein ganz, ganz kleiner Mini-Erfolg. Aber es war noch nicht der Schlusspunkt in dieser Partie. Prömel nochmal, legt zurück. Loschek bleibt hängen. Holtby Becker lässt sich den Ball abluchsen und Grilic nutzt das aus. 5:1. Am Ende eine heftige Packung für Holstein Kiel. Sicherlich ein, zwei Tore zu hoch. Trotzdem, Hoffenheim hat mit Loschek einen Spieler, den man in der Bundesliga jetzt spätestens auf dem Schirm haben sollte.
Der Sportclub aus Freiburg empfängt am ersten Spieltag Vizemeister VfB Stuttgart. Das so ärgerlich im Supercup noch verlor. Ausgleich kurz vor Schluss, dann Elfmeterschießen unterlegen gewesen. Hier brauchte die Partie ein wenig, um anzurollen. Großer Umbruch beim VfB, aber sie haben gut nachgelegt. Unter anderem mit diesem Mann hier, Ermedin Demirovic, haut den Ball an den Innenpfosten. Da war schon eine halbe Stunde gespielt. Müller im Tor. Der Freiburger wäre wohl geschlagen gewesen. Was hatte Freiburg zu bieten? Langer Ball auf Adamu, dann die Szene geklärt. Chabot, aber Nübel haut Mittelstädt den Ball vor die Knie und das ist richtig eng in dieser Szene. Fast ein Slapstick-Eigentor, da kommt aber Stuttgart gerade mal noch drum herum. 0:0 zur Pause ging so in Ordnung, Stuttgart tendenziell besser, aber Freiburg gewohnt auch heimstark. Etwas mehr als 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, Freiburg wurde mutiger. Eggestein, toller Pass, Adamu kommt nicht durch. Roh hat eigentlich alles unter Kontrolle. Eigentlich litzt Doan mit der Flanke und Höhler per Kopf. Das ist ein sträflicher Ballverlust, der hier aus Stuttgarter Sicht glücklicherweise nicht bestraft wird. Mittlerweile Undav auf dem Feld, Mittelstädt. Und hier haben wir Undav, der leitet weiter auf Mio. Der bleibt an Linat hängen, bleibt aber dran in der Szene und findet Demirovic. 0:1 in der 73. Minute. Die Führung für den VfB, die sich im zweiten Durchgang nicht unbedingt angedeutet hatte. Aber sie war da und das ist das Entscheidende für den VfB. Die Schwaben kurz vorm Auswärtserfolg am ersten Spieltag. Konnte Freiburg noch einmal antworten. Sie legten nochmal alles rein und bekam ihre Szene. Adamu. Wieder Ruhe. Unglücklich heute. Höhler. Grifo. Nein. Nübel hält den Ball im Nachfassen fest. Und damit auch die Null. Bedeutet gleichzeitig, der VfB Stuttgart gewinnt mit 1:0. Knapp etwas glücklich, aber das geht schon so in Ordnung. Freiburg konnte einfach das Tor nicht treffen. Der FC Augsburg hat wieder mal ein paar Transfers hingelegt, aber für Furore sorgte auch ein Transfer der Gäste aus Bremen, Keketop, der im Alleingang quasi Bremen in die nächste Runde schoss. Es war ein Abtasten auf unterdurchschnittlichem Bundesliga-Niveau. Wir sind schon kurz vor dem Seitenwechsel. Augsburg in den weißen Trikots. Das hier mal sinnbildlich, Bremen sehr tief, extrem tief, dann Engels mal, aber da ist durch so eine kompakte Mauer kein Durchkommen. Kein besonders konstruktiver Fußballansatz von Ole Werner zu dieser Situation, aber das bereitete den Fuggerstädtern durchaus Probleme. Auf der anderen Seite war es eben auch so, dass Bremen selber wenig bis gar nicht nach vorne kreierte. 0:0 folgerichtig der Halbzeitstand. Der FC Augsburg machte mehr fürs Spiel und kam dann auch nach einer Stunde mal wieder in die gefährliche Zone. Das ist über die rechte Seite gespielt. Meier legt zurück. Jakic, Essende legt zu Meier und Zetterer muss sich das erste Mal auszeichnen. Tolle Parade des Bremer Keepers, ist schnell unten, lenkt den Schuss um den Pfosten. Das hätte durchaus das 1:0 sein können. Vielleicht ja mal eine Standardsituation für die Gäste. Aus dem Spiel wirklich erschreckend wenig, aber sie haben mit Duxch einen, der das kann. Jung und Duxch zieht drauf. Labrovic ohne Probleme. Zumindest mal ein Schuss auf das Tor. Wirklich gefährlich war das aber nicht. Doch Bremen probierte es dann 20 Minuten vor dem Ende nochmal. Und Augsburg fahrlässig. Njinma holt sich den Ball von Jauwe Leo. Dann Romano Schmid, Weiser und Agu mit einer besseren Rückgabe. Das wäre auch
zu viel des Guten gewesen. So bleibt es nach dieser letzten nennenswerten Chance beim torlosen 0:0. Das geht für beide Mannschaften in Ordnung, werden sie auch mit leben können. Aber wirklich berauschend war dieser Fußballnachmittag in Augsburg nicht. Die letzte Samstagnachmittag-Partie lautet Mainz 05 gegen Union Berlin. Eine Chaos-Saison endete für Union versöhnlich. Mainz 05 drehte auch auf und am Ende hielten beide die Klasse. Union in Grün mit Hollerbach. Naja, der erste Abschlussversuch nach 22 Minuten. Hier wollte keiner den ersten Fehler machen. Leitsch kommt dann rechtzeitig rein in die Szene und verhindert Schlimmeres. Mainz kam vor dem Seitenwechsel selten mal vor das Gehäuse. Jetzt hatten sie eine gute Freistoßposition, 40. Minute. Und Nadim Amiri ist durchaus in der Lage, so einen Ball einzuschweißen. Das war nochmal ein Ausrufezeichen hier vor der Pause. Wirklich klasse dieser Treffer. Für Renault auch nichts zu halten. Der steht schon fast in der Ecke, springt auch, aber der ist zu platziert getreten. Und so geht es mit dem 1:0 erstmal in die Pause. Es war nicht unverdient, aber hatte jetzt auch nicht so von allen Dächern geklungen. Hätte nicht unbedingt so fallen müssen. Zweiter Durchgang brauchte dann auch wieder so seine Zeit, bis es losging. Dann Vogt mit diesem Katastrophenpass. Jason Lee dazwischen auf Burkhardt. 2:0 Mainz. Oh Mann, Kevin Vogt, was für ein Querschläger. Burkhardt dann von Jason Lee angespielt. Johnny Burkhardt, der zum Ende der letzten Saison dann auch wieder richtig in Fahrt kam, der macht dann hier die 2-Tore-Führung klar. Es war aber noch nicht vorbei, denn Union brachte Laszlo Benisch, Neuzugang vom Hamburger Sportverein, gerade frisch auf dem Feld, schon mit dem 2:1. Hat da im Zentrum zu viel Platz. Hollerbach bedient ihn und so das 2:1. Mainz wurde unachtsam. Jordan. Wieder Benisch, legt den raus zu Vertessen, der könnte selber schießen, legt aber ab und da ist wieder Benisch. 77. Minute, 2:2. Dass das hier noch so aufregend werden würde, hätte nach dem 2:0 kaum einer gedacht, aber Union zeigt Nehmerqualitäten, wie auch schon am 34. Spieltag der vergangenen Saison. Aber Querfeld mit diesem Bock kurz vor Schluss. Armando Sieb im 1:1. Doch er scheitert an Renault. Da wird sich Querfeld aber mehrfach bedanken müssen bei seinem Schlussmann. Vielleicht auch eine Kiste kühles Wasser spendieren. Am Ende bleibt es beim 2:2, weil Sieb die 100%ige vergibt. Über 90 Minuten gesehen ist das Ergebnis in Ordnung. Das ist ein Topspiel, das es am ersten Spieltag schon mal so richtig in sich hat. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Wir dürfen gespannt sein, wie beide Mannschaften in die Saison starten. Dortmund wird eine bessere Platzierung als Platz 5 in diesem Jahr anstreben und hatte auch durch einige Neuzugänge diesen Anspruch berechtigt angemeldet. Und die erste Chance führt gleich zum ersten Tor. Der frisch eingekaufte Bayer macht das 1:0. Beino Gittens bleibt beharrlich, legt dann mit der Hacke ab. Bayer ansatzlos, wie wir es kennen, mit dem Führungstor. Früh in der Partie Rückschlag für Eintracht Frankfurt. Das hatte sich die Gastmannschaft sicherlich ganz anders vorgestellt. Und Frankfurt wirkte überrumpelt. Koto. Tolle Flanke, Gittens, aber Trapp dran. Tuta klärt das Ganze danach, super Direktabnahme und um ein Haar der frühe Doppelschlag für Schwarz-Gelb. Frankfurt brauchte eine halbe Stunde, um reinzukommen. Das war auch gegen Braunschweig ein langes
anrennen. Nun mal Chaibi auf Marmoush. Eiskalt. Ausgleichstreffer in der 31. mit dem ersten Torschuss trifft Frankfurt. Für Borussia Dortmund extrem bitter. So war das ziemlich unnötig, diese defensive Anfälligkeit. Müssen sie sicherlich abstellen, wenn das langfristig gesehen ja eine erfolgreichere Saison werden soll. Aber wir sind ganz, ganz am Anfang. Auch bei Dortmund fand ein ziemlicher Umbruch statt. Das darf man nicht verhehlen. Aber Frankfurt hatte jetzt Oberwasser. Ekitike nochmal raus zu Larsson. Schöner Stecker für Nkunku. Und Kobel zeichnet sich aus. Super pariert der Schweizer Schlussmann zwischen den Pfosten. So wichtig beim BVB. Es ging mit dem 1:1 in die Pause. Dortmund hatte den klar besseren Start, verpasste aber auf 2:0 zu stellen. Und so brachten sie Frankfurt wieder zurück in die Partie. Marmoush nach einer halben Stunde mit dem Ausgleich. Durchgang Nummer 2 begann dann wieder besser für Schwarz-Gelb und Pascal Groß meldet sich an. 49. Trapp macht sich lang und klärt ihn zur Seite. Groß nicht nur aus dem Spiel, sondern auch bei Standards eingefragter Mann. 58. Er wird den Ball in die Mitte bringen. Und das sehr gut. Emre Can verpasst das 2:1. Da fehlte nicht viel. Wird dann noch gestört, sodass er den nicht perfekt platzieren kann. Frankfurt aber nun deutlich spielfreudiger als noch weite Teile des ersten Durchgangs. Ekitike, der ein sensationelles Tor gegen Braunschweig erzielte. Dass Frankfurt den hat, da können sie sich durchaus glücklich schätzen. Hier nochmal Kobel mit der Glanztat. Wir springen in die Schlussphase. Es war offen in beide Richtungen. Keiner wollte sich hier mit dem Unentschieden zufrieden geben. Ekitike, Götze und Buta mit dem 1:2. 88. Minute. Die Adler fliegen hoch und sie fliegen zum Auswärtssieg. Ganz bitter für Borussia Dortmund, die eben auch alles nach vorne warfen und am Ende dieses Spiel verlieren, weil Buta den einschweißt und Kobel aus kurzer Distanz keine Chance lässt. Es war tatsächlich das Topspiel, das wir uns erhofft hatten. Zwei Mannschaften, die spielerisch Spaß machen. Am Ende gab es nur einen Gewinner, das ist Frankfurt. Buta, der Matchwinner mit dem Treffer, eben kurz vor Schluss in der 88. Minute. Der FC Bayern bläst zum großen Angriff zurück zur deutschen Meisterschaft, aber viel leichter wird es wohl auch nicht als in der letzten Saison. Nun mussten sie beim VfL Wolfsburg ran. Der Torschützenkönig des Vorjahres, Harry Kane, meldet sich gleich mal in der 3. Minute an. Scheitert hier aber noch am Wolfsburger Schlussmann. Aber es war ein eindrucksvoller Auftritt der Bayern. Bowie über rechts hat zu viel Platz. Musiala auf Kane und jetzt war er erfolgreich. Eine Viertelstunde hat es gedauert. Und Harry Kane trifft zum ersten Mal in der Saison. Aber Wolfsburg lässt da den Rekordmeister auch schalten und walten. Das darf dir so nicht passieren in der Bundesliga. Vor allem nicht gegen so spielfreudige Bayern. Und Musiala in der 37. Minute hat wieder zu viel Platz. Diesmal macht er es selber und glänzt nicht als Vorbereiter. Und macht das 0:2. Kane steckt den Toll durch. Musiala lässt sich das nicht zweimal sagen. Von Wolfsburg kam kurz vor der Pause dann nochmal was. Wimmer, Maier und Baku. Den Anschluss aus dem Nichts hätten sie sicherlich kurz vor dem Pausenpfiff noch genommen.
aber der Kasten von Manuel Neuer, der gerade unter der Woche erst zurückgetreten ist von der Nationalmannschaft, der bleibt erstmal sauber. 0:2 nach 45 Minuten. Die Bayern hatten es ziemlich im Griff und wollten dann das entscheiden durch Musiala in der 50. Minute auf fast das 3:0. Aber super pariert. Es blieb noch offen, aber es tröpfelte so vor sich hin. Wolfsburg konnte nicht viel machen, außer defensiv stehen und eine höhere Niederlage verhindern. Nächste gute Chance. Grabara, der jetzt neu zwischen den Pfosten steht, mit der Parade. Aber einen hatten die Bayern noch. Müller, Musiala auf Gnabry. Zweite Minute der Nachspielzeit. Dann doch noch das 0:3. Verdient. Für die Wölfe war hier nicht zu holen. Schauen wir nochmal drauf. Gnabry, verdeckter Schuss. Grabara kommt nicht mehr ran. Am Ende klare Sache hier in Wolfsburg. 0:3 geht's am Sonntagnachmittag aus. Der FC St. Pauli hat am Sonntag frühabend den ersten FC Heidenheim zu Gast. Man kennt sich bestens aus der zweiten Bundesliga. Heidenheim jetzt schon ein Jahr zuvor hochgekommen. Das verflixte zweite Jahr. Mal schauen, wie schwer es für Heidenheim denn wird. Aber die Heidenheimer, sie hatten hier trotz großem Umbruch in der letzten Transferperiode oder in der noch laufenden Transferperiode hier ordentlich was zu bieten. Und St. Pauli geriet hier mal früh unter Druck. Vasil mit der Parade lenkt den gerade noch über den Pfosten. Guter Auftritt von Heidenheim. Kerber und Bräunig. Heidenheim mischt hier mal ordentlich die Defensive des FC St. Pauli auf. Der FC St. Pauli ja auch nur mit Ach und Krach eine Pokalrunde weiter gegen den hallischen FC. Das sah hier erstmal noch nicht so gut aus. Man sah hier mangelnde Bundesliga-Erfahrung hüben wie drüben, beziehungsweise vorne wie hinten beim FC St. Pauli. Dann aber auch mal die erste Chance der Gastgeber. Metcalf testet Kevin Müller. Aber Müller eben jetzt auch schon ein erfahrener Hase. 0:0. Das Ganze nach 45 Minuten. St. Pauli wurde nun aber etwas mutiger. Bei strömenden Regen. Wagner auf Eggestein. Der nimmt sich ein Herz und macht das 1:0. 62. Minute, sie sind besser in die zweite Halbzeit reingekommen und somit nicht unbedingt folgerichtig, aber nicht ganz aus dem Nichts dieses 1:0. Heidenheim jetzt mit dem Rücken zur Wand, aber noch genug Zeit, das Ganze wieder auszugleichen. Wanner, der hier mit Elversberg letzte Saison St. Pauli mal richtig aufmischte, hier als Vorlagengeber, aber dann war doch noch ein Fuß dazwischen. Heidenheim nicht mehr so druckvoll wie noch in Durchgang 1 und ihnen lief die Zeit davon. Der FC St. Pauli auch schon mit einigen gelben Karten markiert. Es flog am Ende keiner runter, aber es zeigte St. Pauli vielleicht etwas bissiger am Ende. Guiavogui auf Wagner. Müller hält den Ball in der 87. Minute, verhindert das 2:0. Am Ende aber sollte das nichts mehr ausmachen. Heidenheim kam nicht mehr zurück in die Partie, verliert hier mit 1:0 am Millerntor. Die Rückkehr in die Bundesliga für den FC St. Pauli ist gelungen. Eggestein ist der Siegtorschütze in Minute 62. Jo, das war's mit dieser Prognose. Ihr seht die Ergebnisse und die Tabelle, die daraus resultieren würde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.